Straße der Enthusiasten am östlichen Stadtrand von Pripyat führt direkt in das AKW Tschernobyl. Unsere Ausstellung konzentriert sich auf die geschichtslose Stadt Pripyat, die 1970 gleichzeitig mit dem Atomkraftwerk aus dem Boden gestampft wurde. Dabei stoßen wir auf das Phänomen der sogenannten Atomstädte, russisch Atomograd, und wir landen bei den Gründungsmythen und den erstaunlichen Illusionen des frühen Atomzeitalters. Die große Erzählung von der Havarie in Tschernobyl 1986 gehört eigentlich längst in den Forschungsbereich der Medievistik. Und wenn ich heute durch die Nachrichtenkanäle zappe, ist auch von Fukushima nicht mehr die Rede. Es sei denn, irgendwer will die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ein bisschen auratisch überhöhen. Der Kauf von Tschernobyl ist auch nach 25 Jahren nicht beendet. Er ist immer noch aktuell. Innerhalb und auch außerhalb der Sperrzone gehen wir heute noch durch verstrahltes Land. Weit und breit keine Spur von Wiederaufbau. Die schöne Redensart, Zeit heilt Wunden, gilt hier nicht. Und wenn auch in der Ukraine über alles Gras wächst, dann ist es verstrahltes Gras. Real, weil dort tatsächlich die Verstrahlung messbar ist. Symbolisch, weil die Zone ein beklemmendes Bild abgibt für alle verseuchten Orte innerhalb und auch außerhalb der Abgrenzung. Und weil sie an die unzähligen Menschen erinnert, die ihre Versehrtheit an die folgenden Generationen weitergeben, bis ins dritte und vierte Glied. Im Lauf der verflossenen 25 Jahre haben sich unzählige Tschernobyl-Bilder angesammelt, starre und bewegte, stumme und vertonte, und alle sind sie eigentlich zu Hause im Fernsehen. Damit wollen wir nicht konkurrieren. Wir folgen vielmehr zwei außergewöhnlichen Fotokünstlern, die zu verschiedenen Zeiten und mit jeweils eigenem Blick die Zone anschauen und das Angeschaute zeigen. Beide Fotografen sind dort Auswärtige. Der Kanadier Robert Polidori kommt aus Paris, der Russe Andriy Kremenchuk aus Leipzig. Der jüngere Kremenchuk war 13 Jahre alt, als Block 4 explodierte. Er gehört also zu einer Generation, für die Tschernobyl nicht mehr das epochale Ereignis ist, sondern eine Gegebenheit, vorgefundene Normalität. Der ältere Robert Polidori hat Pripyat im Jahr 2001 so fotografiert, wie andere den in der Bewegung erstarrten Kosmos von Pompeji fotografiert haben. Polidoris Bilder gehen seither um die Welt. Welche befremdliche Arten von Katastrophenschönheit er in Pripyat gesucht und gefunden hat, können Sie nun selbst anschauen, beurteilen, vielleicht auch zurückweisen.